Now it's time to play the Burrow XCOM Declassified. Ich hab's mal richtig gesagt, mit mir, dem Maru. Wir müssen mit dem Outsider reden. William Carter, Sie sind es. Sie sind anders als sonst. Ich weiß auch nicht so recht. Ich hatte Visionen von Axis, von Origin, von meinem Volk. Geträumt, hä? Vielleicht ist das der Begriff dafür. Es war intensiver als während meiner Verbindung mit Mosaic. Sie sagten was von Träumen. Was sehen Sie da? Mein Volk wogt empor wie eine Flutwelle aus dem Meer. Es rauscht über eure Welt hinweg und baut überall, wo es hinkommt. Scheint euer Schlachtplan zu sein. Es ist nicht aufzuhalten. Eine unendliche Masse. Und über allem thront Origin. Hämisch. Wir verwandeln eure Welt in eine Hülse. Wie zuvor unsere eigene. So weit wird es nicht kommen. Das werde ich verhindern. Ich weiß, Sie wollen Mosaic zerstören und uns von Origin befreien. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen. Es wird ein Anfang sein. Eins nach dem anderen. Wie behandelt man sie hier? Manche der Forscher sind neugierig und grausam. Der Wachposten Richard Rose stellt sich vor mich. Das ist anständig, aber eine Beleidigung für einen Krieger. Gut zu hören. Wir brauchen ihr Wissen, wenn wir die Menschheit retten und dazu bringen wollen, ihr Volk als Flüchtlinge aufzunehmen. Ich werde ihnen helfen, so gut ich kann. Was erwartet mich in eurer Welt? Warum wollen Sie das wissen? Weil es an der Zeit ist, dort zurückzuschlagen. Das ist ein törichtes Vorhaben, William Carter. Selbst die entlegensten Winkel unserer Heimat werden bewacht. Wir sind darauf vorbereitet. Sagen Sie mir, was uns erwartet. Ich habe meine Heimat so lange nicht gesehen. Jahrzehntelanger Krieg auf anderen Planeten. Nur vage Erinnerungen an das, wofür wir kämpften. Türme ragen in den Himmel. Truppentransporter fliegen Patrouille und stets ist Gift in der Luft, im Wasser und in unseren Köpfen. Verstehe. Schmerz, William Carter. Schmerz wird Sie erwarten. Ich glaube, Sie brauchen jetzt Ruhe. Danke. Aber die Visionen von eurem Planeten. Vielleicht, wenn ihr Origin aufhalten könnt. Das werden wir schaffen. Ich befürchte, dass unsere Regierung, unsere Welt zu unehrlich sein wird, um ihnen die Chance zu geben, hier zu leben. Gut, Heinrich hat sie endlich geschickt. Fangen wir an. Wie soll ich dabei helfen? Sie sind hier die Ärzte, nicht ich. Die Behandlung muss die Infektion auf verschiedenen Ebenen bekämpfen. Medizinisch, technologisch und psychologisch. Wir kümmern uns hier um Letzteres. Ich bin ja froh, wenn es eine Heilung gibt. Aber wozu brauchen Sie mich? An der Infektion hat uns unter anderem Kopfzerbrechen bereitet, dass der Patient, selbst wenn wir alle Symptome erfolgreich bekämpft haben, nicht auf äußere Stimuli reagiert. Schließlich haben wir festgestellt, dass für die Heilung eine psychologische Verbindung nötig ist. Psychologische Verbindung? Wie muss ich das verstehen? Wir brauchen jemanden, den der Patient kannte, um ihn zurückzuholen. Und unser Versuchsobjekt, Nico da Silva, hat mit Ihnen zusammen... Sie experimentieren mit da Silva? Ja. Er mag zwar ein Hypnotisierter sein, aber er ist immer noch ein Ex-Com-Agent. Und da gehört es dazu, Risiken einzugehen, nicht wahr? Wenn es Hoffnung für da Silva gibt, bin ich dabei. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Physisch passiert ihm nichts. Aber mit jedem Versuch, bei dem wir ihn nicht zurückholen, entkleidet er uns weiter. Dann machen wir es doch gleich richtig. Gute Idee. Worin besteht denn nun meine Aufgabe? Ich bin kein Arzt. Schwester Campbell übernimmt den kompletten medizinischen Teil und geht Ihnen zur Hand. Wir brauchen Sie lediglich als seinen Ansprechpartner, der ihm antwortet, wenn er wieder zu sich kommt. Womit muss ich rechnen? Stellen Sie sich vor, Sie wecken ein Kind auf. Es ist in einer Traumwelt gefangen und Sie müssen es befreien, ihm einen Grund geben, aufzuwachen. Warum knallen Sie ihm nicht eine? Hat bei mir als Kind immer geklappt. Nein, nein, nein. Es darf nicht gewaltsam sein oder Stress verursachen. Probieren Sie es auf die sanfte Tour. Sanftheit ist nicht meine Stärke, Doc. Ich weiß. Aber Druck könnte Ihnen seine Traumwelt zurückscheuchen. Anscheinend hat Mosaic ein recht komfortables Gefängnis in Ihren Köpfen errichtet. Klingt gemütlich. Kein Wunder, dass die keine Lust haben, in diese Welt zurückzukehren. Es ist wie beim Bekämpfen einer Sucht.
Man muss ihnen mit der nötigen Strenge helfen, aber nicht so streng, dass man sie verschreckt. Sanft und streng, aber nicht zu streng. Geht klar. Hm. Legen wir los. Wenn Sie recht haben, wird das ein Kinderspiel. Wenn dem so wäre, hätten wir sie alle schon längst geheilt, Carter. Juhu, hol mir das Silber zurück. Gehalten. Ich glaube, meine Zeit ist um. Nein, ist es nicht. Nicht heute. Er ist soweit. Versuchen Sie, ihn anzusprechen. Wie geht's Ihnen, mein Freund? Leben Sie wohl, Carter. Oh nein, das tun Sie nicht. Zeit aufzuwachen, da Silver. Keine Sorge. Ich gehe nicht weg, Nico. Carter. Gut. Keine Reaktion. Neuer Versuch. Probieren Sie es nochmal. Wie geht's Ihnen, mein Freund? Leben Sie wohl, Carter. Hm. Kommen Sie, das Silver. Sie müssen jetzt aufwachen. Lassen Sie mich. Sein Puls ist leicht gestiegen. Er nimmt Sie wahr. Machen Sie weiter. Kommen Sie, Zeit aufzuwachen, das Silver. Kein Krieg mehr. Los, das Silver. Oder wollen Sie die ruhmreichste Stunde der Menschheit verschlafen? Ja. Ja. Muss aufstehen. Machen Sie weiter. Sie haben es fast geschafft. Richtig. Sie müssen aufwachen, das Silber. Muss aufstehen. Ja. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Carter, ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Sie haben ihn, Carter. Er ist wach. Ach, was ist passiert? Wir werden Ihnen alles erklären. Aber zuerst müssen Sie wieder gesund werden. Juhu. Carter, ich schulde Ihnen schon wieder was, oder? Nicht sprechen. Sie sind noch sehr schwach. Juhu, das Silber. Das wird mich sicher interessieren. Gute Arbeit, Carter. Sie waren anscheinend genau der Richtige für den Job. Das bin ich immer. Wozu sollten wir Illyrium bis zu einem solchen Grad raffinieren? Gehen wir mal mit den anderen Docks hier unten. Bis wann haben die ihre Arbeit? Wie vielen von denen sind sie schon begegnet? Mal sehen, was wir gegen die unternehmen können. Es funktioniert! Oh. Glauben Sie wirklich, dass sich die Dinger neu justieren lassen, um im Einsatz von Nutzen zu sein? Könnte sein. Oder wir erfahren wenigstens mehr. Oh, mein Controller rutscht was runter. Ist ja ungünstig. Dr. Weird ist irgendwie nicht vorhanden. Hier ist auch alles aufgeräumt. Also ein Dektopoder als Waffe wäre natürlich auch nützlich. Aber reden wir doch mal mit... William, gute Nachrichten, hoffe ich. Kommen Sie. Ja. Hallo. Es stand auf Messers Schneide, aber die Methode hat gewirkt. Ganz ausgezeichnet. Wenn der Prozess grundsätzlich funktioniert, finden wir vielleicht eine massentaugliche Lösung. Das hoffe ich doch. Ich kann doch nicht zu jedem auf der Welt sanft sein. Überraschend genug, dass Sie das bei einem hinbekommen haben. Zurück an die Arbeit. Okay. Lösung abgeschlossen. Heilung. Freigeschaltete Transportleiter Heilung. St. Albans, West Virginia. Okay, schicken wir unsere Leutchen los. Und retten anscheinend West Virginia. Mach auf. Hey Carter, steigen Sie wirklich in den Avenger? Dann muss die Lage wirklich verzweifelt sein da draußen. Ach Quatsch. Verzweiflung ist, wenn man keine Ahnung mehr hat, was man tun soll. Wir wissen ganz genau, was man tut. Und zwar verzweifeln. Oh, der da unten muss melden. Da liegt doch irgendein Foto oder so. So. Ach, das können wir gar nicht machen. Ich sehe damals irgendwie der Schlüssel zu ihrer Operation. Vielleicht können wir doch noch gewinnen. Wow, freuen Sie sich nicht zu früh. Aufgepasst, Agent. Wir sind hier im Krieg. Hey, Agent Carter. Oh, sieht gut aus. Ich würde Ihnen eine Zigarre anbieten, aber laut Quartiermeister sind die alle.
Die ganze Basis sorgt sich um den Weltuntergang. Aber Sie scheinen ausgesprochen guter Laune zu sein. Warum auch nicht? Ich wurde zum Teamleiter befördert. Gratuliere. Wir brauchen mehr Teams da draußen. Jedes bisschen hilft. Ja, und wer weiß, Carter. Vielleicht werde nächstes Mal ich als Held gefeiert. Ich hoffe, Ihre Agenten wissen Ihren Führungsstil zu schätzen. Unfähiges Pack. Reiten sich dauernd selbst rein. Wem habe ich ans Bein gepisst, dass ich einen wie Newcomer zugeteilt kriege? Vielleicht sind nicht die das Problem. Stimmt. Könnte auch an der Ausrüstung liegen. Webb gibt uns wahrscheinlich nur Schrott mit, weil sie ihn wurmt, dass wir noch kämpfen. Klar, das wird sein. Natürlich. Klar. Bei Axis ging es nicht darum, den Ruhm einzustreichen. Es ging darum, die Welt zu retten. Netter Spruch. Üben Sie schon für Ihre Ordensverleihung? Wenn wir uns nicht auf den Krieg konzentrieren, gibt es keine Orden. Und keinen, der Sie überreichen könnte. Klar, darum melden Sie sich auch freiwillig zur Rettung der Erde. Wir haben alle dasselbe Ziel. Geben Sie nicht mir die Schuld, wenn ich die großen Einsätze kriege. Es gibt weiß Gott genug zu tun. Klar. Nachschubsicherung und Evakuierung der Zivilbevölkerung. Mit Plünderung und Flucht macht man sich keinen Namen. Nein. Aber man kann viele Menschen retten. Tja, Ruhmsucht. Entschuldigen Sie, ich muss mich auf den großen Einsatz vorbereiten. Ja klar, reiben Sie es mir noch ein. Ja, ja. Du bist sehr nett. Oh. Da hocke ich nun. Linse zwischen den einzelnen Schüssen aus meiner Deckung raus. Derweil ist Newcomer gegenüber. Und ich brülle ihm von da drüben zu, bete mit den Armen, um seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Weshalb? Das habe ich mich auch gefragt. Dann merke ich, dass ich mich hinter einem Fass Benzin versteckt hatte. Das ist ein Fehler, den man nicht zweimal macht. Ja, ja. Und was noch schlimmer ist, da hat er mich Perse hinbeordert. Ohne Santiago wäre ich dann nicht mehr herausgekommen. Wie das? Ich habe ihm ein Schild hochgefahren. Und noch gerade rechtzeitig. Erinnern Sie mich daran, den Laborratten wegen der Schilde ein Haus zu geben. Die hätten wir zu meiner Zeit auch gut gebrauchen können. Klingt cool, so ein Schild. Bis jemand zur Rettung mit sich war, haben wir doch mal alles erkundet. Wie können wir sicher sein, dass unsere Wasserversorgung nicht versorgt? Ja, sehr schön. Alles Gift hier. Ich sage noch immer, es muss einen Weg geben, sie hier aufzuhalten. Direkt können wir sie nicht angreifen. Sie sind zu viele für einzelne Einsätze. Okay, wir haben Testflug. Und was anderes. Rapture-Pack, schwerer Schaden gegen Panzerung und Schilde. Medizinische Fortschritte haben die Entwicklung eines potenziellen Heilmittels für die Hypnoseuche ermöglicht. Weitere Tests werden uns hoffentlich in der Lage versetzen, größere Gruppen von Erkrankten auf einmal zu heilen. Ein medizinisch vorgebildeter Agent soll in meinem Praxistest versuchen, eine abgeschiedene Gemeinde zu heilen. Ein medizinisch ausgebildeter Okay, dann schicken wir doch mal Nordhagen, Harris und Sinclair. Und hierhin schicken wir Schnellladerpack. Führt Test durch, um ein verbessertes Treibstoffverfahren für den Avenger zu entwickeln. Der verantwortliche Agent sollte sich gut mit Technik auskennen und in der Lage sein, empfindliche technologische Prototypen zu beschützen. Da brauchen wir auf jeden Fall dich und dich und noch einen Supporter. So. Reden wir mal hoch zu unserer Missy. Schon immer ein hübsches Büro. Schildern Sie nochmal, wie das passiert ist. Wir gehen hinter den Kisten in Deckung, als mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf geht. Immer und immer wieder. Und was war das für ein Gedanke? Der Teamleiter ist ein Feind. Töte ihn. Immer zu. Er ist ein Feind. Töte ihn. Aber ich weiß nicht, wer das gedacht hat. Und was haben Sie dann getan? Ich hab's nicht getan. Da sagt der Forensiker aber etwas anderes. Und Ihr verbliebener Teamkamerad auch. Es war mein Arm und meine Waffe. Aber ich habe nicht geschossen. Ich weiß, was diese Mistkerle einem Menschen antun können. Aber von jetzt an wird jeder Ihrer Kollegen Sie im Einsatz als Risiko betrachten. Ich weiß, Sir. Ich weise Ihnen einen Posten auf der Basis zu. Schön ruhig, keine Kampfeinsätze. Und Sie gehen dreimal die Woche zur Beobachtung zu einem Therapeuten, falls Langzeitfolgen auftreten. Verstanden, Sir. Danke, Sir. Es ist nur... Das war nicht ich. Ich hätte so etwas niemals tun können. Sie befinden sich im Krieg. Das reden wir uns alle ein. Oh Mann, das ist natürlich hardcore für die Moral, wenn die eigenen Leute gezwungen werden zu schießen. Axis, ein extrem wichtiger. Es ist extrem wichtig, Axis sofort auszuschalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass unsere besten Agenten darauf angesetzt werden, diese kritische Bedrohung zu eliminieren. Ja, der ist kaputt.
Der Raum wird nie wieder gern geschehen. Sein ohne den Direktor, der einen anfunkelt. Hi. Da sind Sie ja. Gut. Ich muss Sie sprechen. Ich höre die Waffe da ansprechen. Angie, wie geht's Ihnen nach allem, was passiert ist? Axis ist tot. Und Pete? Ihn habe ich schon vor Jahren verloren, Will. Das war nur ein letzter Abschied. Das tut mir leid. Danke. Und jetzt zurück an die Arbeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wie meinen Sie das? Wir hatten recht. Dieser Angriff war nur der Anfang. Ihre restlichen Truppen sind binnen Stunden hier. Uns bleibt höchstens ein Tag. Sonst noch was Brauchbares? Waffenpläne, Schwachpunkte, sowas in der Art? Keine offensichtlichen Schwachpunkte, wenn Sie das meinen. Und Axis war der Befehlshaber. Er kannte alle Truppenstärken und Einsatzpläne. Da haben unsere Analysten ja was zu arbeiten. Aber uns geht die Zeit aus. Die Hauptstreitmacht wird binnen Stunden hier sein. Besser als nichts. Wir können ja evakuieren lassen, während wir ihre Kommandozentrale ausschalten. Genau. In der Zwischenzeit berechnet Weir exakt, wo wir hin müssen. Das klingt sehr nach einem Himmelfahrtskommando. Mag sein, da mache ich mir keinen Kopf. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber ich sorge dafür, dass Origin mit drauf geht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe in diesem Krieg so viel verloren wie jeder andere. Ich bringe das zu Ende. Haben Sie bekommen, was Sie dort gesucht haben? Ich wusste, ihn zu töten würde nicht viel ändern. Davon wird keiner wieder lebendig. Aber ich schlafe etwas besser. Danke, Will. Danke für diese Chance. Sie sollen wissen, was da mit Ihrem Bruder passiert ist. Will, schon okay. Sie hatten recht. Es musste sein. Ich hoffe nur, Sie tun im Zweifelsfall das Gleiche für mich. Bei Ihnen muss ich nicht lange überlegen. Oh, danke. Aber danke, Will. Und Pete würde Ihnen bestimmt auch danken. Auf jeden Fall, das... Wir haben nicht viel Zeit. Ja, Weir hat die Zielkoordinaten. Ich bin sofort einsatzbereit. Okay, mit Dr. Weir reden. Ah, jetzt dürfen wir zurücklaufen zum Forschungsbereich. Okay. Guter Tipp. Nee, Weir ist wirklich da im Forschungsbereich. Neu gespawnt. Jetzt mit einem geretteten Das Silva. Ja, nicht so fies. So, Dr. Weir, wo sind Sie? Wir haben, was wir brauchen. Geben Sie dem Direktor Bescheid. Ich erwarte ihn im Hangar. Ah, Carter. Gerade rechtzeitig. Na, Reisepläne fertig? Ja, ich habe die Koordinaten für unseren Angriff soeben fertig berechnet. Und das Vangate so gut getestet wie unter den Bedingungen möglich. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Na dann, jetzt oder nie. Seltsam, das mal aus Ihrem Mund zu hören. Manchmal ist der Ernstfall der beste Test, Carter. Wir riskieren hier alles, aber ich weiß, Sie haben uns noch nie enttäuscht. Ich setze mein Leben auch aufs Spiel. Schließlich brauchen Sie mich für die Durchquerung der Gates. Die Daten von Axis lieferten Ihnen also die nötigen Koordinaten. Wo weisen Sie hin? Zweifelsfrei. Sie weisen auf einen speziell isolierten Bereich im Orbit um die Alienwelt. Wo genau liegt die Heimatwelt der Aliens? Ohne Sternenkarte ist das schwer zu beschreiben, aber sie liegt etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Sternbild Cygnus. Ganz schön weit weg von zu Hause. Planeten, auf denen Leben wie unseres möglich ist, sind äußerst selten. Selbst in einem unendlichen Universum. Sie haben doch schon Vangates geöffnet, oder? Das ist nicht nur Theorie. Sie waren dabei, als Lawrence und ich das erste geöffnet haben. Das war ja nicht der volle Erfolg. Nein, aber es klappte. Und wir waren seitdem bei kleineren Tests erfolgreich. Dank der Outsider-Technologie. Das ist doch erfreulich. Hoffe ich. Der echte Test ist natürlich erst der Transfer von etwas so großem wie dem Avenger. Tja, wir werden ja sehen. Ja, wir werden sehen. Schon eine Ahnung, was uns auf Ihrer Heimatwelt erwartet? Zum Glück scheinen die Outsider eine ähnliche Lebensumwelt und Schwerkraft wie wir zu haben. Sicher haben sie die Erde deshalb ins Visier genommen. Doch alles andere dort könnte uns sehr fremd sein. Wie wird Ihre Verteidigung aussehen? Die Tarneigenschaft des Avengers schleust uns an den schärfsten Abwehrregeln vorbei. Aber den letzten Teil müssen Sie zu Fuß erledigen. Nur mein Team und ich in einer Alien-Basis?
Wird sicher witzig. Die Gegenwehr wird heftig sein, jedoch bei kleiner Truppenstärke. Sie versuchen, Origins Aufenthaltsort geheim zu halten. Also können sie keine ganze Armee um ihn herum scharen. Wir verlassen uns ganz auf ihre Arbeit. Ich hoffe, sie besteht die Feuertaufe, Doktor. Ich auch. Sie riskieren nicht als einziger ihr Leben. Ich reiße mich nicht darum, fernab der Heimat zu sterben. Aber wie viele Wissenschaftler kriegen schon einen fremden Planeten zu sehen? Sehen Sie es so. Sie sterben nicht fernab der Heimat, sondern um ihre Heimat zu retten. Ja, das ist doch gleich viel tröstlicher, nicht? Finde ich schon. Wir verlassen uns ganz auf ihre... Es wird wohl Zeit. Wir sehen uns im Avenger-Kater. Ich finde es auf jeden Fall ein großer Unterschied, warum man stirbt. Wenn du mit dem Gewissen sterben kannst, dass man damit jeden, der ihm wichtig ist, gerettet hat. Oder allgemein die Menschheit. Jetzt im Fall von Carter, der hat nun mal niemanden mehr übrig. Tragischerweise alle verloren. Ich glaube, das ist ein Gedanke, mit dem man fast jetzt letzten Gedanken leben kann. Schicken Sie die Evakuierungsbefehle raus und die Agenten sollen weiter die hochrangigen Ziele verteidigen. Ja, Sir, wird gemacht. Wir halten bis zu Ihrer Rückkehr den Laden am Laufen. Ihre unerklärliche Zuversicht wird lobend zur Kenntnis genommen, Chalsky. Ah, da ist Carter. Hi. Carter, gut. Man hat mir gesagt, dass alles bereit ist. Ja, Sir. Gut, in der nächsten Stunde geht es los. Was das? Carter? Keine Rede? Keine Ansprache? Reden sind hier unangebracht. Sie wissen, was auf dem Spiel steht und Sie kennen unsere Chancen. Ja, Sir, allerdings. Das erwarte ich auch. Ich bin bereit, diese Drecksäcke ins Jenseits zu schicken. Koste es, was es wolle. Ich weiß. Sie haben mich einmal gefragt, warum ich sie trotz ihrer Akte ausgewählt habe. Deshalb, Carter. Weil sie niemals aufgeben, komme, was wolle. Danke, Sir. Danken Sie mir nicht. Enttäuschen Sie mich nicht und erledigen Sie den Auftrag. Ich verstehe das einfach nicht. Unsere Einsätze waren ein Erfolg. Nein. Sie waren nur ein Erfolg, wenn der Verlust zweier Städte und das Erreichen des Minimalziels als Erfolg gilt. Trotzdem sind sie erfolgreicher als alle anderen. Wir brauchen mehr Agenten, bessere Ausbildung. Die Outsider haben einen endlosen Nachschub an Truppen, nicht wir. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen den Kampf zu ihnen tragen. Existiert diese Origin nicht schon seit Hunderten von Jahren? Was ist, wenn es mit einer Kugel in den Kopf nicht getan ist, um ihn und Mosaic auszuschalten? Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Und wenn das nicht reicht? Nun, Sie haben gezeigt, dass Sie gut improvisieren können. Ich soll improvisieren? Das ist ja was ganz Neues. Und wenn wir dort landen und ich nicht das richtige Werkzeug dabei habe? Keine Sorge, ich habe einen Plan B. Aber Sie sind eben unsere beste Chance. Na, Plan B. Nuke auf der Avenger. Ich sag's euch. Angenommen, wir können die Gates schließen. Was wird aus den Outsidern auf der Erde? Ich hinterlasse einen detaillierten Schlachtplan. Er wird gerade an die Stabschefs verteilt. Wir hoffen, dass der feindliche Nachschub abreißt, wenn die Welten getrennt wurden und dass die einzelnen Feindverbände vom Zentralkommando abgeschnitten werden. Das sollte unseren Truppen den nötigen Vorteil verschaffen. Das klingt ja, als hätten sie nicht vor, selbst mitzumachen. Die Chancen, dass wir heil zurückkehren, sind gering. Machen wir uns doch nichts vor. Gut, keine Fragen mehr. Ich bin bereit. Wir treffen uns im Avenger. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, Carter. Und Sie kennen das Risiko. Sie haben bisher überlebt. Ich weiß, Sie sind der richtige Mann. Okay. Eigentlich kriegen wir die coolen Packs jetzt nicht mehr. Das ist schade. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich nicht beide Quests machen dürfen. Das war mein Fehler. Ich will nur kurz meine Waffen umändern. Aber die bringt es mir nämlich nicht für mich. Ich bin ja lieber bei einer schweren Plasmapistole. Und dem Laserimpulsgewehr. Ich hätte gerne dieses Durchschlagspack, das wäre so cool. Nehmen wir mal das mit. Da können wir jetzt noch Fähigkeiten öfter einsetzen. Treffergenauigkeit haben wir kein Problem mit. Was ich mich ja frage mit dem Level, ich habe ja quasi alles gemacht. Das heißt, das Spiel kann ja gar nicht vorbei sein. Also es gibt ein Redo sozusagen. Versuch's nochmal. Warnung! Feindliche Meteoriten sind im Vernehmen nach schwer radioaktiv. Agents, die im Einsatz mit außerirdischen Keimen in Kontakt kommen, müssen äußerst vorsichtig sein. Die Dekontaminierung bei der Rückkehr ist lebenswichtig und zwingend vorgeschrieben. Okay. Ab ins Schiff.
kommt mir vor wie so ein U-Boot. Vorsicht! Ich rate zu mehr Vorsicht, falls sie uns nicht alle in die Luft jagen wollen. Ah, so sieht es also in einem echten UFO aus. Okay, Abmarsch, wenn bereit. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Ja. Okay. Wir verlassen uns. Ich sehe sie. Los geht's. Riss in der Welt. Rio Verde, Arizona. Größte Operation oder so. Jetzt tragen wir den Kampf in ihr Territorium. Wir reisen in ihre Welt, dringen in den Kern ihres Netzwerks ein und trennen unsere Welten für immer. Noch Fragen? Nachdem der Avenger voreinbereitet ist, kann nichts kommen, nun gegen den Kern des Outsider-Netzwerks zuschlagen. Dein Team muss in eine schwer bewachte Dimensionstoranlage eindringen und zur Heimatwelt der Outsider reisen. Bald der Durzeit vernichtet Mosaic. Gut, beginnen wir noch den Einsatz. Konnten Sie bestimmen, wo der Mosaic-Knotenpunkt sich befindet? Ja, wir haben den... Großer Gott, Fogg! Was zum Teufel ist das? Wir führen keine Friedensgespräche, Angela. Ich will Origin ein für alle Mal ausschalten. Sie waren fleißig. Durchaus. Das Illyrium in seinen instabilsten Zustand zu versetzen, war nur ein Teil. In Kombination mit... Sie haben was? Großer Gott, das Ding jagt Origin hoch und uns gleich mit dazu. Durchaus möglich, Doktor. Wenn es sein muss, damit dieser Krieg endet, dann sei es so. Machen Sie das Schiff startklar. Wir fliegen, sobald das Gerät eingebaut ist. Sag ich doch. Atombombe oder Illyriumbombe. Aber wie gesagt... Irgendwie ist kein Geräusch zu hören, oder? Seltsam. Ziel ist vor uns. Gleich um die nächste Kurve. Vorsichtig, Barnes. Wir kommen in Reichweite Ihrer Detektoren. Da sind wir schon. Es scheint, Heinrich hat ganze Arbeit geleistet. Mit seinem Störsender vielleicht. Ich hoffe, das gilt auch für das Ungetüm, das er uns an den Rumpf geschraubt hat. Der Sprengsatz wird wie geplant funktionieren. Er muss. Da ist das Tor. Die haben ihre Anlage unter dem See errichtet. So werden wir da nicht reinkommen. Das Loch hat sich wieder geschlossen. Dann öffnen wir es wieder. Ganz genau. Landen Sie. Lächeln im Gesicht. Ich muss kurz was gucken, wie lang die Folge schon ist. Oh, sehr lang. Ich würde fast sagen, dann war es wieder eine Story-Folge und wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.